Keine Ahnung, wie das bei euch ist, aber ich mache mir trotz voll digitalisiertem Leben immer noch total gern handschriftliche Notizen. Das geht zum einen schneller und zum anderen ist es auch viel sicherer, weil niemand außer mir meine Handschrift lesen kann. Aber es darf schon so ein bisschen mehr sein als das schlichte Notizbuch mit schwarzem Cover und total weißen Seiten. Wie es besser geht, zeigen unsere Harry Potter Notizbücher. Davon gibt es insgesamt 5 Stück, nämlich ein allgemeines zum Thema Hogwarts und dann noch jeweils eins zu den Häusern, also Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff. Die Notizbücher sind vom Prinzip her alle ganz ähnlich aufgebaut, also prinzipiell ist das Design komplett gleich, aber sie unterscheiden sich dann doch in den ganzen Details, also beispielsweise den Aufdrucken oder das Wappen, das vorne drauf ist oder die Schrift, die wir haben. Ich habe mir mal beispielhaft das Hogwarts-Notizbuch rausgenommen, erkläre es jetzt mal ein bisschen im Detail. Es ist erstmal, wenn man es in die Hand nimmt, ist es sehr schön wertig, es hat ein angenehmes Gewicht und das eigentliche Highlight vorne ist direkt das große Wappen hier vorne. Es ist also so metallen, es macht auch einen sehr stabilen Eindruck, genau wie das ganze Hardcover, es ist einfach sehr fest und das dient auch gleichzeitig hier noch als Verschluss, wo man das Gummiband von hinten drum macht, einfach damit das Buch fest zu ist. Abgesehen davon haben wir vorne drauf noch diese schöne Hogwarts-Schrift und die ist auch, ja, die schimmert so ein bisschen im Licht und das Gleiche finden wir auch nochmal auf dem Buchrücken. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Hier ist auch nochmal das Hogwarts-Logo und es ist so ein bisschen prädestiniert dafür, dass es halt auch in ein Buchregal gestellt werden kann. Zugegeben, jetzt wird man das wahrscheinlich eher die meiste Zeit mit sich herumtragen, aber vielleicht, wenn man es dann vollgeschrieben hat, dann kann man es schön ins Regal stellen. Dann kommen wir mal zum wichtigsten Teil, dem Innenleben. Wenn wir das aufmachen, dann fängt als erstes mal das hier ins Auge. Die Gestaltung von der Innenseite des Covers ist sehr wertig, es ist einfach sehr edel gemacht mit diesem Schachbrettmuster. Und das Gleiche haben wir auch nochmal ganz hinten, wo ich schnell hinblätter. Und da haben wir auch noch eine Froschtasche, ja, so heißt das wirklich, wo man dann beispielsweise so kleinere Notizen oder irgendwelche Zettel reinmachen kann, einfach, dass sie nicht verloren gehen. Die eigentlichen Seiten sind allesamt liniert und farblich erinnern die so ein bisschen an altes Pergament. Und jeweils an der Oberseite haben wir nochmal hier das Hogwarts-Wappen. Genau die Gestaltung haben wir auch bei den anderen Notizbüchern, nur dass da halt jeweils das andere Wappen da ist, also beispielsweise von Gryffindor oder von Slytherin. Außerdem dazu gibt es hier noch 2 Lesezeichen und das mag jetzt erstmal ein bisschen redundant erscheinen. Tatsächlich finde ich das aber eigentlich ziemlich schön, weil man ja vielleicht ganz unterschiedliche Themen hier in dem Notizbuch drin hat. Also beispielsweise jetzt was Privates oder was zur Arbeit oder so. Und da kann man einfach sehr schnell zwischen den beiden Themen hin und her springen. Und die Lesezeichen sind halt auch nochmal farblich auf das Buch abgepasst. Also hier bei Hogwarts haben wir beispielsweise dieses Güldene und das Lilafarbene. Und wo wir dabei sind, auch die Seitengestaltung außen ist nochmal jeweils angepasst, farblich. Also wir haben bei Hogwarts beispielsweise diesen goldenen Schimmer, den haben wir auch bei Hufflepuff oder Gryffindor und bei Slytherin und Ravenclaw ist das hier Silber. Insgesamt also sehr schöne und vor allem auch wertige Notizbücher und ich glaube, damit kann eigentlich jeder Potterhead was anfangen, sofern er oder sie sich noch handschriftliche Notizen macht. Wobei, eigentlich eine interessante Frage, wie ist das eigentlich bei euch? Macht ihr euch noch handschriftliche Notizen oder tippt ihr nur noch alles ab? Schreibt es bitte in die Kommentare.